Wir sind hier in Torgast in Mordregga im dritten Stock. Und mal schauen, was wir hier noch alles machen können. Da will ich nicht rein. Also der ist schon ein bisschen anders als alles, was wir bisher so gesehen haben. Boah, das ist geil gemacht. Das erinnert irgendwie an Schwarzwaldstiefen. Schön über die Kette laufen. Warum ist hier kein Mob? Scheiße. Ich habe nicht dran gedacht, dass ich das Talent genommen habe, von wegen, dass wir... Nein! Dass wir weiter springen können. So, das war unser allererster Tod in Torgast. Wir haben noch wie viel übrig? Zwei, glaube ich. Dreimal darfst du in Torgast sterben. So, was ist hier? Da ist noch ein Seelenrückstand. Ach, da drüben kann man auch noch mal. Da waren wir eben. Okay. Ich bin jetzt natürlich einfach weitergelaufen. Da drüben ist noch einer. Ja, ich muss böse aufpassen. Ich muss hier etwas mehr aufpassen jetzt. Okay. Der hier. Alter Schwede. Aufpassen. Oh. So, was für ein Machtwort haben wir... Da ist noch eine Kette. Was für ein Machtwort haben wir noch? Machtwort Glanz. Ich will nicht, dass es hier oben ausläuft. Schön aufpassen. Hier ist gar nichts. Hätte ich mir auch sparen können. So, schön nach vorne gucken. Und... Eieiei. Also das mit dem Sprung nehme ich nicht mehr. Ne, das mache ich nicht mehr. So... Kann ich euch mit meinen Waren einmal reparieren, das verkaufen, das verkaufen. Wir haben 567 Anima. Macht dort Seelenstärke, erhöht die Ausdauer um zusätzlich 10%. Wenn ihr Gedankenschlag einsetzt, haben wir gar nicht. Wird der Schaden oder... Nein. Nein. Vielleicht. Nein. Ja. Nimm mal davon noch eine. Und wir erhöhen die Gesundheit. Und machen das hier noch. So. Ihr habt ein Schnäppchen gemacht. Ja, ich weiß es. Seele der Macht lässt Schattenheilung, Gedankenschlag. Nein, das schon. Nein. Seele der Macht war das hier. Okay. So, und hier ist unser letzter Seelenrückstand. Sehr schön. Verblassen erzeugt für 10 Sekunden eine...
Illusion des Priesters die Gegner täuscht, sodass sie stattdessen sie angreifen. Wenn die Illusion stirbt, explodiert sie und verursacht Schattenschaden, der abhängig von der Lebensdauer der Illusion erhöht wird. Wo ist denn Verblassen? Ich muss mal gucken. Ja, ich muss. Das sind Sachen, die ich eigentlich nie benutze. Zauber. Verblassen. Das ist das. Das habe ich ganz hier außen. Mit der eine. Ich nehme das hier. Das, dann müssen wir halt mal mit Verblassen arbeiten. Gut, Stock 4. Selbst eine Ernterin des Stolzes sollte hier nicht verkümmern. Rettet die Ventier vor diesem Schicksal. Okay. So, was können wir denn für dich tun? Ich danke euch. Und jetzt lasst uns Varric suchen. Ihm wird es wohl auch nicht besser gehen als mir. Varric befreit. Alles klar. Hier muss ich jetzt wieder auf die Dinge aufpassen. Immer schön da rausgehen. So. Na. Da drüben mit einer Schlundratte. Einmal hier rüber. Okay. Einmal den hier. Einmal das hier. Ja, wir befreien natürlich weiterhin Seelenrückstände, weil für jeden Seelenrückstand wird hier erhöht um 1%. So. Von da unten kommen wir. Ich will kurz mal hier. Da ist nichts. Einmal da hoch. Uiuiui. Ich habe Angst wegen dem scheiß Sprung. Vor allem, was macht das Ding da? Ihr werdet gejagt. Passt auf. Ja, das mit den Schlundratten ist eigentlich Blödsinn, weil die hauen ja immer ab. Okay.
kritische Trefferchance, das ist gut. Da ist noch eins. Schadenzauber haben die Möglichkeit, jemanden zu heilen. Das ist auch gut. So. Das ist ein Silberelite. Boah, Alter, haut der damit einen Schaden rein. Alter, willst du mich verarschen? Haha. Dem Gegner Gesundheit. Was? Stehe ich jetzt schon wieder hier drin oder was? Euranga. Dem Gegner Gesundheit. Dem Gegner Gesundheit in Höhe. Okay. Wenn ihr einen zum ersten. Wählen. Wir machen das hier. Nein. So, den hier noch. Dann die beiden. Ja, ich habe keine Ahnung, was das für Dinger sind. Ich will es aber eigentlich auch gar nicht rausfinden. Gut. Aufpassen. Okay. Was steht hier jetzt eigentlich? Gegnerisches. Was? Rätsel in der Flasche? Gegnerisches Ziel mit. Achso, das hatten wir. Okay. Ja, das ist der Kreis, den wir gerade um uns rum haben. Eieiei, ich hasse das mit diesen Flächen, weil du siehst auch nie genau, wo die dann sind. So, Seele freien, aber erst, wenn wir die gekillt haben. Wow, 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 Freund, Freund, Freund. Sag mal, wir kommen hier eigentlich sehr gut durch. So, die hier befreien. Nebelbewohner. Ja, ich hab den schon gesehen. Ach, wenn ich da drüber springe, ist es auch Schaden. Na toll. Okay. Wir gehen einmal außen rum jetzt. Ja, ich habe gedacht, hier wäre vielleicht noch was. Gut, dann befreien wir den. Und dann haben wir die nächste Quest für die abgeschlossen. Da ist er. Und er hat noch all seine Gliedmaßen. Zorn, endlich! Das ist genau die gleiche Stimme. Danke für eure Unterstützung. Wir sollten in Zukunft wohl etwas vorsichtiger sein. So, weiter geht's. Gedankenspiele. Gedankenkontrolle. Muss ich jetzt schon wieder gucken, was Gedankenspiel ist.
Gedankensprache. Ach so, das ist das. Okay. Ich hätte den aber gerne wieder bei mir hier. Na, machen wir da. Was? Ich bin hier weg. Ja, komm. Weiter nach vorne bitte. Dankeschön. Kann man die eigentlich irgendwie ausstellen hier? Ist ja schlimm. Ich brauche ein Ziel. Zurück. Ja. Ja, wir werden jedes Mal betäubt, wenn uns das Scheißding trifft. Bleib bloß fort. Ich stelle mich jetzt hier hin. Ich glaube, hier trifft das Ding nicht. So, einmal das hier. Ja, mach ruhig ein fürchterliches Heulen. Gut. Vampirumarmung, nein. Schutzgeist. Schattengeist, nein. Erhöht die Dauer von, naja, wir nehmen das hier. Vampirumarmung haben wir zwar nicht. Gut, dann gehen wir jetzt in den 5. Stock. Gucken, wie es da aussieht. Okay, das ist wieder so ein kleinerer. Wir machen morgen hier weiter.